Nintendo meldet sich 2022 erstmals mit einer Direct an uns und hat in 45 Minuten vorgestellt, was uns 2022 so von den Japanern auf der Switch geboten wird. In diesem Video fasse ich kurz zusammen, was gezeigt wurde, welche Spiele wann erscheinen und einfach alles, was ihr wissen müsst. Viel Spaß! Die Direct begann mit einer Ankündigung des neuen Fire Emblem Titels. Leider kein direkter Nachfolger von Three Houses, es handelt sich nämlich um Fire Emblem Warriors, also ein Hack and Slay im Stil von Hyrule Warriors. Das Setting ist zwar Fortlan und die Welt von Three Houses, allerdings eben kein klassischer Ableger der Reihe. Leider, ich hätte mich sehr gefreut. Das Spiel erscheint am 24. Juni 2022. Dann kamen Neuigkeiten zu den Remakes von Advance Wars. So sind beispielsweise alle AnführerInnen vollkommen vertont, es wird einen Karteneditor und einen Multiplayer-Modus geben. Advance Wars Reboot Camp 1 und 2 erscheint am 8. April 2022. Weiter ging's mit der Ankündigung von No Man's Sky auf der Switch im Sommer diesen Jahres und einem verfluchten Nachfolger von Mario Strikers Charged. Mario Fußball kommt wieder. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Das war tatsächlich eine sehr große Überraschung für mich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Mario Fußball hat eigentlich nichts mit normalem Fußball zu tun. Ihr dürft faulen, Gegenspieler in die Luft jagen und eigentlich alles, was sonst verboten wäre. Classic Mario Spin-offs halt. Neu ist, dass ihr eure Charaktere jetzt ausrüsten könnt und eure Fähigkeiten wie Passstärke oder Schnelligkeit erhöhen könnt. Besonders starke Torschüsse können nach Einsammeln einer sogenannten Hyperkugel eingesetzt werden. Die schauen cool aus und ein Tor gibt 2 Punkte. Sehr cool außerdem, man wird das Spiel auf einer Konsole zu 8 spielen können, vorausgesetzt ihr habt 8 Joy-Cons. Online-Modi gibt's auch und sowas wie ein Gildensystem ist ebenfalls mit dabei. Mario Strikers Battle League Football, was für ein Name, erscheint am 10. Juni 2022. Das nächste auf der Liste war die Vorstellung des Koop-Modus von Splatoon 3. Das ist eigentlich ein Zombie-Modus, wo ihr in Teams zu 4 Spielern Welle nach Welle abwehren müsst. Bossgegner inklusive. Splatoon 3 kommt im Sommer. Der Rundentaktik-Klassiker Front Mission und sein Nachfolger Front Mission 2 bekommen außerdem ein Rework und finden ihren Weg auf die Switch. Der erste Teil kommt im Sommer, der zweite irgendwann danach. Weiter im Text, Disney Speedstorm ist Mario Kart, aber mit Disney-Charakteren und Free-to-Play, kommt im Sommer. Star Wars The Force Unleashed kommt außerdem am 20. April auf der Switch. Damals war die Wii-Version von Force Unleashed eine schwächere und leveldesigntechnisch abgespeckte Version der Xbox 360, PS3 und PC-Version. Sie hatte aber einen Multiplayer-Modus und den gibt's jetzt auch bald auf der Switch. Es kommen außerdem Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations als Ezio Auditore-Package. Ziemlich coole Sache, am 17. Februar ist es soweit. SD Gundam Battle Alliance kommt heuer ebenfalls noch für die 3 Menschen, die das interessiert. Was mehr Menschen interessieren wird, ist, dass Chrono Cross ganz leicht aufgehübscht wurde und für die Switch kommt. Ein komplett überarbeiteter Soundtrack ist ebenfalls mit dabei und es kommt am 7. April. Danach gab's Footage von Kirby and the Forbidden Lands oder Forgotten Lands, glaube ich, und oh my fucking God, es ist so cute. Schaut euch das an, es sieht so unglaublich hübsch aus und es ist so süß. Uns wurden neue Fähigkeiten von Kirby vorgestellt, zum Beispiel können wir uns in einen Getränkeautomaten verwandeln und mit Dosen schießen. Außerdem die Hub-Welt, die sich mit dem Spielfortschritt verändert. So können wir unsere Skills verbessern zum Beispiel und auch wenn das wohl kein sehr anspruchsvolles Spiel wird, oh mein Gott, es ist extrem cute. Ich meine, look at this, schaut euch diesen Stil an, ich bin von den Socken. Das Spiel kommt schon nächsten Monat, am 25. März. MLB The Show, also Baseball, kommt außerdem auch für die Nintendo-Konsole und optisch sieht es ganz, ganz schrecklich aus. Ab 5. April dürft ihr euch davon dann selbst ein Bild machen. Was ihr jetzt schon erleben könnt, sind die Kingdom Hearts Spiele, allerdings als Cloud-Version, was bedeutet, dass das Spiel auf eure Switch gestreamt wird und ihr während des Spiels eine aktive Internetverbindung benötigt. Finde ich ziemlich trash, weil so anspruchsvoll sind die Titel jetzt auch nicht, aber na gut. Klonoa kommt übrigens mit Teil 1 und 2 auch, gibt sicher ein paar, die diese Spiele als Kinder gezockt haben und ein bisschen in Nostalgie schwellen wollen. Kommt im Juli. Geile Sache aber, Portal 1 und 2 kommen für die Switch, und zwar nicht als Cloud-Version. Wann genau, haben sie nicht gesagt, aber irgendwann 2022. Live Alive, Live Alive, Live Alive, was auch immer, ist ein Spiel, das seinerzeit nur in Japan erschienen ist. Jetzt gibt's das bald als Remake. Ihr durchlebt verschiedene Stories von verschiedenen Protagonisten in verschiedenen Zeitaltern. Vom Höhlenmenschen bis zum Wilden Westen ins feudale Japan, kaiserliches China und die Zukunft. Das Ganze kommt in einem schicken 2D-3D-Look und sieht unglaublich aus. Ich überlege mir sehr stark hier zuzuschlagen. Erscheint am 22. Juli. Dann kam eine kleine Bombe, es kommt ein neues Wii Sports oder eher Switch Sports. Alte bekannte Sportarten sind dabei wie Bowlen, Rumschwertern und Tennis. Zusätzlich kommen 3 neue Sportarten dazu, Badminton, Rocket League und Handball. Außerdem wollen sie weitere Sportarten wie Golf später nachpatchen. Dafür gibt's extra eine geschlossene Beta, Nintendo nennt es Online Playtest, für 2 Tage. Anmelden könnt ihr euch auf der Nintendo-Website.
Taiko no Tatsujin bekommt einen neuen Ableger für die Switch, für alle, die noch nie in Japan waren. Das ist dieses Trommelspiel, das ist in Japan sehr beliebt. Den notwendigen Controller gibt's da auch schon als Add-on für die Switch. Es gibt jetzt Competition-Modi, Online-Ranglisten und einen In-Game-Shop, wo ihr euch als Abo-Modell zusätzliche Lieder kaufen könnt. Das finde ich nicht so geil. Da gab's einen neuen Trailer zu Triangle Strategy. Mein Gott, das schaut so wahnsinnig geil aus. Ich freue mich riesig auf diesen Release. Die Demo wurde erweitert. Ihr könnt jetzt bis zum Ende des dritten Kapitels spielen und wenn's dann im März erscheint, euren Spielfortschritt mitnehmen. Ah ja, da kommt noch ein DLC für Cuphead und ein kostenloses Update für Metroid Dread, das zwei neue Schwierigkeitsgrade liefert. Im Dread-Modus sterbt ihr nach einem Hit sofort, während ihr im Rookie-Modus schneller mehr Leben bekommt. Im zweiten kostenlosen Update ab April kommt dann auch noch ein Boss-Rush-Modus dazu. Ziemlich cool. Zur Nintendo Switch Online Premium-Mitgliedschaft gesellen sich außerdem die ersten beiden Mother-Spiele, also Earthbound und Earthbound Beginnings. Dann kommen noch Zombie Army 4 im April, Getsu Fumaden ab sofort, das Demon Slayer-Spiel im Juni, Lego Brawls im Juni und Two Point Campus im Mai. Weiter im Text, es kommt ein neues Mario Kart 8 DLC. Das beinhaltet vor allem neue Strecken aus alten Mario Kart Teilen, allerdings überarbeitet. Mit dabei sind auch die Tokio- und Paris-Strecken von Mario Kart Tour fürs Handy. Insgesamt 48 neue Strecken sind im Booster-Streckenpass drin, die kommen jeweils als 8er-Pack in 6 Wellen. Bis Ende 2023 sind dann alle da. Wer die Nintendo Online Premium-Mitgliedschaft hat, bekommt die Strecken for free. Alle anderen müssen zahlen, und zwar 25 Euro. Ist für 48 Strecken nicht unbedingt unfair. Und die letzte Ankündigung des Abends war kein Material zu Breath of the Wild 2 und auch kein Trailer zu Metroid Prime, sondern, und das wird viele freuen, Xenoblade Chronicles 3. Nicht ganz mein Fall, aber ich weiß, welch massive Fanbase diese Reihe hat, also eine schöne Neuigkeit für viele Menschen da draußen. Und das war's dann auch schon wieder mit der Direct. Was waren eure Gedanken dazu oder was sind sie? Habt ihr euch mehr oder weniger erwartet? Auf welche Spiele freut ihr euch? Schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich da über jeden einzelnen davon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und oder Tag, je nachdem. Was auch immer. Bussi und Baba. Bis zum nächsten Mal.